Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Wir schauen uns heute ein Video an über Bastian Jotta. Wer ist dieser Jotta? Ein Jotta-Leben hat er. Ja, und das ist von Mischa Jancic. Keine Ahnung, ich habe den schon so oft gesehen. Damals noch mit KLS und mit seinem anderen Bo und ja. Deshalb bin ich sehr, sehr gespannt. Habe ich den Bastian Jotta schon mal getroffen? Ja, klar. Im Goldschirm habe ich den schon getroffen. Oben in der Umkleidekabine. Ich glaube, der hat sich da halt mehrere Tage hintereinander immer rasiert morgens. Hat mit mir nie ein Wort gesprochen. Ich habe den auch mal über Instagram angeschrieben. Wollte ein Interview für meinen Podcast haben. Für mich zum Schotter. Nie eine Antwort bekommen. Ein Freund von mir, der Matt, der hatte zwei Fitnessgeschäfte in West Hollywood und in Santa Monica. Wobei jetzt hat er, glaube ich, nur im West Hollywood das Geschäft. Die beiden trainieren zusammen und trotzdem redet der Bastian nicht über mich oder mit mir, vielmehr. Sehr lustig, aber egal, wir schauen uns das heute mal an. Wer ist denn dieser Bastian Jotta überhaupt? Ja, das Bike, ich meine Geschwindigkeitsrekord auf der Piste entspannt. 142 km/h. Nein, verarsch mich nicht. Okay, lass das crazy machen, wir gehen bei Rot. Ey, wir sind so verrückt. Und dann mit von Lamborghini und Villa auf die Straße, das ist das ja wohl die gesamte Nachbarschaft. Okay, wir werden wohl mehrere Sachen hier sehen, sehr geil. Ups. Endlich, das hast du damals gemacht? Meine Partys waren anders, das ist ja genau der Tipp. Weißt du, ich reite hier auf dem Elefanten die Hollywood Hills hoch, gefolgt von 7 Police Cars und Hubschrauber. Ja, wer mag das nicht, ne? Die Hollywood Hills hoch reiten und so. Ist das ein Podcast oder ist das jetzt ein Vlog? Keine Ahnung. Aber das ist natürlich eine Medien. Kids. Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und ich. Ich mag den Mischa, aber es ist irgendwie so, seitdem ich ihn verfolge, immer wieder hat er Probleme mit Geschäftspartner. Irgendeine Nahrungsergänzungsfirma, Kleidungsfirma irgendwie, die weggenommen wurde oder wo Geld, irgendwie, keine Ahnung was. Sehr merkwürdig alles. Weil ich jetzt nicht jedes Video von ihm verfolge, aber viele Videos habe ich eigentlich schon angeschaut, aber irgendwie ist es immer sehr komisch. Dann ist er dann halt wieder in Panama und so, also schon ein interessanter Typ. Aber es geht um Bastian Jotta. Bastian? Ja, Bastian, ne? Jotta. Heißt du Sebastian? Bastian? Ich bin unterwegs an den Venice Beach und zwar habe ich heute ein Miracle Morning geplant mit Bastian Jotta. Genau, Bastian. Ich habe, glaube ich, schon mal gesagt Sebastian, aber Bastian. Ich weiß nicht, vielleicht guckt ihr so wenig RTL wie ich, dann kennt ihr ihn vielleicht nicht mal, aber die Leute, die sich ein bisschen im deutschen TV auskennen, die wissen vielleicht, wer Bastian Jotta ist. Eine sehr, sehr, sehr kontroverse Person, wie ich gestern feststellen durfte. Ich habe ein paar... Er ist so der Michael Wendler der Motivation. Ich möchte jetzt keinen beleidigen. Ich möchte Michael nicht beleidigen, aber so ein bisschen so, ja, er nimmt auch jedes Fettnäpfchen mit, irgendwie habe ich das Gefühl. Monaten mal auf YouTube gefunden und mich ein bisschen durch seine Sachen geklickt und konnte mir einfach kein richtiges Bild machen. Ich habe dann das Bildvideo gefunden auf YouTube, Bild dir deine Meinung, oder? Und da wird natürlich hart abgelästert, aber da ich selbst auch schon Opfer von Medien wurde und weiß, wie die Medien Sachen aus dem Kontext ziehen können, wie Medien dich auch beschuldigen können, ohne wirkliche Beweise, habe ich mir gedacht, wisst ihr was, ich bilde mir jetzt mal wirklich meine eigene Meinung und dann habe ich ihn gesehen. Okay, das ist auf jeden Fall gut. Eigene Meinung bilden. Immer. Ohne Scheiß. Egal welche Persönlichkeit. Im Golfschirm per Zufall. Und bin direkt zu ihm hin, hab ihn angesprochen. Ich sag, hey Bastian, ich wollte dich mal fragen, hast du mal Bock auf einen Podcast? Weißt du? Einfach mal Real Talk. Ich will mal wissen, was bei dir abgeht. Stimmt das, was die Leute über dich erzählen? Stimmt es nicht? Und das schauen wir uns jetzt heute an. Das heißt, ich gehe jetzt mal kurz mit ihm ein bisschen an den Strand. Danach gehen wir noch ins Gym. Wenn ich schaue. Meine Reichweite war zu gering. Ich habe übrigens mehrere Leute. Ich war in L.A. zwei Wochen und ich habe vor L.A. schon mehrere Leute angeschrieben. Den Currywurstmann. Kennt ihr sicherlich von den Auswanderern. Dann irgendein Prinz, nicht Prinz Markus, ein anderer Prinz, der irgendwie hier am Niederrhein oder so hat er irgendwo einen Zwingerclub und eine Pommesbude oder sowas. Und der war angeblich dann, hat Fotos gepostet aus L.A. und so, er ist in L.A., schreibe ich ihn an, sagt er, nee, er ist in Deutschland.
Der Currywurstmann hat gesagt, nö, der hat keine Zeit für mich. Und ich habe, glaube ich, noch ein, zwei. Ralf Müller habe ich auch mehrmals angeschrieben. Habe ich auch mal im Goldschirm getroffen. Arnold Schwarzenegger habe ich dort auch schon getroffen. Sonntags morgens um kurz vor 8 oder so. Ralf Müller hat auch keinen Bock gehabt. Das ist so, wenn du keine Reichweite hast, haben die Leute keinen Bock auf dich. Schaffe, überzeuge ich ihn noch zu einem Vegan Meal und dann gibt's den Podcast und dann wissen wir alle mehr, Leute. So läuft's. Ich liebe L.A. Ich liebe L.A. Ich schade, dass ich jetzt nicht reisen kann oder so, aber ich bin ja mehrmals im Jahr dort. Ja, sehr genial. Der Gesichtsausdruck ist auch geil, oder? Perfect timing. Ja, perfect timing, man. Hey. Oh. Leute, da ist er schon. Da ist er. Da ist er, der umstrittene, kontroverse Jota. Hey, ich habe mir gestern noch ein paar... Wie umstritten? Habe ich Hater? Hey, ich habe Hate? Nein, er hat natürlich keine Hater. Aber, ja, ich weiß nicht. Zuerst mochte ich ihn extrem. Die ersten Sachen, die ich von ihm gesagt habe, vielleicht so vor 2-3 Jahren, vielleicht schon, glaube ich. Auch diese Show dann halt oder so, die Sachen, wo er noch in seiner Villa gewohnt hat und so. Das fand ich alles ganz cool, weil, ne, du musst ja unterscheiden den Menschen und den Showman. Ne? Showman ist er auf jeden Fall. Dann wird hat er immer mal wieder ein paar Sachen, so wo ich dann so, warum macht er das jetzt? Okay. Bitter? Ey, das ist so krass. Ich habe gestern, ich muss mich ja immer so ein bisschen vorbereiten auf die Gäste, so für den Podcast. Okay, ja. Und bei dir war so richtig krass. Ich habe, genau hier hast du, glaube ich, so ein Video gemacht. Ja. Wo du den Leuten so sagst, so, ey, wenn ihr wirklich wissen wollt, was bei mir abgeht, dann redet nicht über mich, sondern redet mit mir. Vollkommen richtig. Und da hab ich nochmal so richtig gecheckt, dass wir ja die perfekte Opportunity haben jetzt zusammen. Aber hallo, ja. Weil auf meinem Podcast, ich sag's ja, da haben wir mit 1 Million Dollar. Das Ding hat 200.000 Leute haben das Video gesehen, ne? Okay, noch ein bisschen. Ich lasse einfach mal einen Daumen hoch da. Ja? Einfach mal. Downloads von Leuten, geil, die über den Tellerrand hinaus gucken und die es wirklich wissen wollen. Weißt du? Toll, dann bin ich gespannt. Perfekt. Aber jetzt zuerst mal der berüchtigte Miracle Morning. Ja, genau. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das hier für ein Theater, was die heute macht? Ich erkläre es euch. Ich bin gespannt. Ja. Ich mache eigentlich symbolisch immer so ein Energy Circle, dass ich mich so ein bisschen reinstelle und connecte mit der Erde. Die Frage ist immer, was soll die Scheiße? Warum macht man Miracle Morning? Was ist das? Ja, was ist das? Ich weiß es, es gibt dazu auch ein Buch. Einfach bei Audible gucken, kannst du dir gratis runterladen, wenn du so ein Abo hast und wieder ein frei E-Book hast. Ja. Was die meisten Leute machen in der Früh? Ja. Was machen sie? Phone. Handy raus. Ja. Und dann checken sie das Leben anderer Menschen. Facebook, Timeline, Instagram und der ganze Bullshit. Ich denke mir... Hey, ich bin auch auf Instagram. Wenn du mein Leben checken willst, folge mir. In der Früh ist dein Unterbewusstsein. Übrigens, der Strand ist so genial dort. Für eine Großstadt. Einer der schönsten Strände an einer Großstadt oder so, finde ich. Ja, also, Barcelona ist nicht so schön. Cannes ist ein schöner Strand, aber immer nur so ein kleiner Streifen oder so. Aber von diesem Sand und so weiter, von einer Großstadt, den schönsten, wo ich jemals war. Sicherlich gibt es irgendwo abseits noch schöne Strände überall auf der Welt und schönere, aber von einer Großstadt auf jeden Fall sehr, sehr genial. Ja, und ich bin da sehr, sehr gerne. Und einfach Santa Monica Pier und so. Ja, mal gucken, wo die noch überall sind. Vielleicht quatsche ich da noch ein bisschen. Sonst abonniere mich, wenn du mehr von mir wissen willst. Bewusstsein wide open. Warum kümmerst du dich um das Leben anderer Leute? Weißt du, du sollst dich um dein eigenes Leben kümmern. Ja. Deswegen habe ich die Miracle Morning. Ich bin echt noch so halb im Schlaf, dann geiste ich raus. Miracle Morning hat 3 Bereiche. Nummer 1, die Affirmationen. Aber schöne Muskulatur. Ne? Beide haben sehr gut durchtrainiert. Ja, da könnte ich mir eine Scheibe abschneiden. Also top in Form sind sie beide. Und auch nicht zu viel, finde ich. Optimal irgendwie. Also ist natürlich saumäßig viel Arbeit, was beide da aufgebaut haben. Aber okay. Aber jetzt nicht irgendwie too much. Das heißt, du wiederholst deinen Glaubenssatz. Warum? Ganz einfach. Weil es ist nicht entscheidend, was du kannst. Es ist entscheidend, was du glaubst, dass du kannst. Zum Beispiel Muhammad Ali. Ja. Muhammad Ali hat gesagt, I am the greatest of all time. Ja.
Ja. Er hat es gesagt im Alter von 8 Jahren. Weißt du? Ja. Und er hat es geglaubt und es ist geworden. Ja. Also ich setze meinen Filter für den Tag. Ja. Weil du weißt, es kommen ja einfach nur 2% von allem, was wir wahrnehmen. 2% kommen ins Bewusstsein. 5 bis 10% habe ich mal gelesen, aber es kann auch nur 2. Das stimmt. Das Lustige ist, ich war schon sehr früh, mit Anfang 20 in L.A. Eine Woche. Eine Woche habe ich mir geleistet, war natürlich viel zu kurz und so. Und dann war ich ein Jahr später, einen Monat dort und so. Und dann denke ich auf einmal, hey, da hinten, hinter Santa Monica Richtung Malibu sind ja Berge und keine Ahnung was. Das habe ich beim ersten Aufenthalt alles gar nicht so mitbekommen. Voll lustig. Auch in Venedig. In Venedig sind ja auch Berge. Also wenn, je nachdem, wo du in Venedig stehst oder so, siehst du ja da am Festland die Berge. Das manchmal bekommst du das gar nicht mit oder so, ne? Also Bergelchen, ne? So kleine. Und dann musst du erst ein paar Mal hinfahren, um die Berge zu sehen, dass du dann halt, wenn du dann halt nicht da, wo die ganzen Touristen sind, wenn ich, sondern ein bisschen außerhalb, auf einmal Berge siehst am Festland. War mir vorher nicht aufgefallen. 2%. Der Rest ist ja deine Map. The map is not the territory. 98% werden aussortiert. Ja. Auf welcher Basis werden sie aussortiert? Auf dem Filter, den du gesetzt hast. Wenn du sagst, die Welt ist scheiße, ich hasse mein Leben, glaub mir, die 2% treffen exakt die... Alle Leute sind Arschlöcher, alle wollen mir nur was Schlechtes. Dann siehst du all die Leute, die wirklich dir nur was Schlechtes wollen, oder? Auf jeden Fall, da haben sie recht. Also, da solltest du auf jeden Fall mal darüber nachdenken. Wenn ich sage, einmal Love Magnet, einmal Money Magnet, dann sehe ich jeden Tag Liebe, Business Opportunities, gute Leute und so weiter. Das sind die Affirmationen. Also, die erste Affirmation, meine Lieblingsaffirmation ist, I'm strong. Healthy. And full of energy. Die meisten Leute machen die Affirmation falsch. Strong. Weil die sagen einfach nur, ich bin stark, gesund und voller Energie. Du musst es spüren. Wenn du es nicht spürst, okay, nicht richtig. Okay, also du musst richtig sagen, das geht besser. I'm strong. Und du musst richtig spüren. Ja, I'm strong. Healthy. And wie findest du die beiden? Und wem findest du netter von den beiden? Oder findest du mich netter? Ah, danke. Ein Kommentar. Ich freue mich drüber. Full of energy! Exactly. Dann eine auf Deutsch, die ist die allumfassende Affirmation, da gehe ich voll ab. Die ist, es geht mir von Tag zu Tag besser. Und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser. Okay. Es geht mir von Tag zu Tag. Und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser. Es geht mir von Tag zu Tag. Und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser. Und da meint man jetzt, ja, das ist jetzt hier so Kasperltheater, aber wer es mal ausprobiert und einfach mal aus sich herausgeht, der wird... Auch cool, oder? Ich meine jetzt ganz ehrlich, ich war jetzt ein bisschen vertieft so ein bisschen. Vielleicht mache ich das ein bisschen zu wenig zur Zeit. Es gab mal eine Zeit, da habe ich es auf jeden Fall öfters gemacht. Richtung Secret. The Secret, sich was beim Universum wünschen. So ungefähr in die Richtung geht es ja auch. Den Unterschied merken. Weißt du, die Erwachsenen, die stehen da und so, ja, ist doch peinlich. Ist doch doof. Wenn wir jetzt hier Kinder. Und gleichzeitig habe ich schon wieder dieses Gefühl, immer wenn ich Videos angucke über L.A. und so, weil ich natürlich weiß, wie toll Wein ist und dann halt die Kanäle da hinten in Wein ist oder in Santa Monica die dritte Straße hochlaufen, schön Geschäfte bummeln und so. Und Dann würden wir das voll durchziehen. Deswegen sind die Kinder glücklicher als die Erwachsenen. Und dann gerade jetzt, weil ich Single bin und mir Partnerschaft wünsche, habe ich natürlich I am a love. Ich weiß gar nicht, wie oft er immer Single ist oder so wie viele Frauen der schon hatte. Also jetzt, aber irgendwie und irgendwie immer Chaos. Immer die große Liebe und Chaos, habe ich das Gefühl. Ist natürlich nicht schwierig, ist natürlich nicht einfach, die richtige Frau zu finden oder so, aber immer so nach 3 Tagen die große Liebe. I am a love magnet. Das ist weniger laut, aber dafür spüre ich wirklich so wie eine Umarmung love magnet. Und Magnet bedeutet, du ziehst es einfach an. Du musst nicht kämpfen dafür, sondern es kommt einfach zu dir. I am a love magnet. Und das wiederholst du dann mehrere Male? Oder einfach so, dass du... Ich wiederhole es so 30 Mal in der Regel. Okay, krass. Okay, und wann macht er das wirklich nach dem Aufstehen raus? Der wohnt auch am Strand, ne, in Santa Monica. Ich weiß auch, welches Gebäude, ich habe das schon ein paar Mal gesehen. Bin da schon ein paar Mal vorbeigelaufen. Davor hatte er irgendwie ein Haus am Strand gehabt und davor im Beverly Hills, West Hollywood oder so eine Villa. Joa. 30 Mal, dass du wirklich, dass es so ein Automatismus wird, weil wenn das Gehirn abschaltet und du dieses unterbewusst, dann dreht es ins Unterbewusstsein. Dann geht's rein. Das kennt ja von diesen Mönchen, diesen Rhythmus. Ich gucke gerade hier im Internet. Kennst du meinen YouTube-Kanal Geld verdienen im Internet?
Der ist auch, wenn du auf der Startseite gehst, kannst du den anschauen. Und dort habe ich gerade ein Video hochgeladen. Geld verdienen mit TikTok. Ein ganz tolles Video. Schaue ich gerade. Ist gerade veröffentlicht worden, hatte ich vorgeplant. Schau einfach mal vorbei. Muss. Und dann, wenn du nicht mehr denkst, dann einfach nur, genau, wenn du einfach nur so drinnen bist, dann... Ja. Das ist schon fast ein Mantra, kann man sagen. Absolut. Ja, absolut. Und jeder erfolgreiche Mensch hat sein Mantra. Auch der Basketballspieler, wenn der sein Rhythmus hat, das ist einfach sein Mantra, indem er sich in dem Moment fokussiert. Du setzt dir einen Anker und wenn du vor einem Vorstellungsgespräch bist oder vor irgendeinem wichtigen Termin und du machst einfach nur, du rufst einfach nur die Pläne ab, dann bist du sofort von Energie höher. Eins meiner Mantras ist, handle, weil ich Angst habe. Handeln, weil ich Angst habe. Weißt du, dass du die Angst nicht... Weil ich habe immer das Gefühl, Leute... Also das größte Problem der Leute ist immer die Angst. Ja. Und dort ist immer die größte Chance. Dort ist immer das Zeichen, dass dort noch was ist, was du noch nicht kannst, noch nicht weißt. Und dort gehe ich immer rein. Ich gehe immer in die Angst rein. Das habe ich immer das Gefühl, das tut mir immer... Gib mir den größten Growth. Sehr geil. Ja, sehr geil. Telefon. Wachstum findet jenseits der Angst statt. Und deine Träume warten auch jenseits der Angst. Logisch, Angst ist geil. Angst ist ja eine Energie. Du musst sie nur umwandeln. Es ist ein Gefühl und du gibst ihm eine negative oder eine positive Assoziation. Richtig. Mit deinem Beliefsystem. Schlussendlich wieder das Gleiche. Komm mal wieder zurück. Richtig. Nice. Visualisierung. Visualisierung ist immer, was mir in dem Moment in Sinn kommt, spreche ich aus. Also ich versuche jetzt hier nicht möglichst klug zu wirken und was Hochtragendes. Aber heute erstmal mit dir ein geiles Workout. Ja, ein inspiring Gespräch, einen geilen Podcast. Okay, ich hoffe, das wird noch ein bisschen cooler, weil die, ganz ehrlich, die haben sich da gerade einen Ort gesucht, der nicht so toll ist. Und je nachdem, was das für eine Jahreszeit war, war das Winter oder so, ja, die Ansicht vom Meer ist jetzt nicht so toll. Es gibt natürlich schönere Sachen, Palmen und keine Ahnung was, aber da hätte ich einen anderen Ort gesucht, wäre cooler gewesen, aber mal schauen. Deswegen sind wir hier. Ich möchte 100% abliefern, dass wir am Schluss sagen, das war eine geile Sache. Zweitens. Übrigens, die sind im Goldgym. Und ich habe da letztes Jahr, also das erste Mal, dass ich im Goldgym war, habe ich, glaube ich, $50 oder $70 bezahlt. Und dann irgendwie 2 Wochen $100. Ist aber echt schon lange her. Und jetzt wollten die $150 die Woche haben. Habe ich bezahlt. Ich freue mich echt, ehrlich gesagt, immer, wenn ich so voll geiles Chick sehe. Ich freue mich einfach. Ich freue mein Herz. Ich habe als Kind geträumt von Baywatch. Deswegen bin ich hier in Kalifornien und Baywatch hat den Strand, Sonne und geile Bikini-Babes. Ja, und ist das schlimm? Ich liebe es. Ich heiße nicht, dass ich sie sofort wegknall. Pam habe ich auch schon getroffen in Malibu. Aber ein anderes Thema. Es geht ja nicht um mich. Das heißt einfach nur, dass ich mir anschaue und denke, das ist schön. Ja. Und dann... entscheide, was ich mache. Aber ich freue mich drüber. Deswegen visualisiere ich das. Was ich auch gerne mache, das ist meine Challenge mit dem Universe. Ich sage, Universe, send me a positive surprise. Und zwar eine Surprise, wo ich sage, oh, what the fuck, geil. Weißt du? Da lasse ich mich immer wieder überraschen. Da kommt jeden Tag irgendwas. Jeden Tag kommt ein Surprise, aber ich visualisiere meine Reaktion. Es muss nicht so sein, dass man sagt, ja, nett, sondern ich möchte so richtig so, what the fuck, wie geil. Das möchte ich heute haben. Und meine Lieblingsvisualisierung, ich möchte heute mit einem fetten Grinsen im Bett einschlafen und eigentlich total glücklich sein. Dritter Punkt des Miracle Mornings ist die Dankbarkeit. Das heißt, da besinnen wir uns auf, was wir dankbar sind, wieder zurück ins Jetzt. Okay. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich aufgewacht bin. Ja? Weil Leute sagen, ja, normal. Nee, ist nicht normal, weil irgendwann mal wachst du nicht mehr auf. Also dankbar, dass ich am Leben bin. Danke, dass ich hier ohne freie Hilfe stehen kann. Stell dir vor, es sind Menschen im Rollstuhl, die können nicht hier einfach im Sand gehen und da stehen und so weiter. Ich bin dankbar für mein J-Bike. Ich bin so fucking glücklich. In der Früh, wenn ich von der Kirche heimfahre, dann höre ich immer das Lied Forever Young. Forever Young, I und dann wie? Kirche hat er jetzt gerade gesagt. Kirche geht auch, okay. Ja, okay. Ich bin mal gespannt, ob das noch ein bisschen... Es ist zwar unterhaltsam, aber hey, Leute, lauft doch noch ein bisschen rum und so, nicht an einen Ort. So ein bisschen der Background, L.A. Seht mir die Meeresbrise ins Gesicht und ich reiß voll auf 80, 90, 100 km/h, so richtig. Und ich so, boah, dann denke ich mir immer so ganz dramatisch. 100 km/h. Also ich möchte in L.A. nicht mit 100 km/h mit dem Fahrrad rumfahren und so, also auf der Straße. Das sind manchmal am Straßenrand so Bordstein-Dinger, so Löcher...
Da fällt sie ganz rein. Nein, nicht ganz, aber ja. Der Zustand der Bordsteine und die Kanten zur Straße ist dann schon manchmal ein bisschen schlechter. In New York natürlich noch schlimmer manchmal. Gerade wenn da so Wasser steht oder so und du trampelst rein und hast dann nicht gesehen, dass das so tief ist, das Loch oder so. Und wenn es jetzt vorbei wäre, mit diesem Song, mit 100 km/h auf meinem Fahrrad, ja. Auch nicht. Auch okay, weißt du, so richtig dieses theatralisch dann. Ja. Aber weißt du, was das nicht heißt? Vorbei. Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass du dich selbst verwirklichst. Ja. Weil in dem Moment, wo du anfängst, dich selbst zu verwirklichen, wirklich, dann weißt ja du immer, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Das heißt, selbst wenn es heute dieses Erdbeben wieder kommt und uns alle zuschütten würde, ja, wir wären ja nirgendwo anders gewesen. Lieber. Weißt du, du hast ja nur Angst, dass es morgen vorbei ist, wenn du nicht gerade das machst, was du willst. Ja. Deswegen, die Selbstverwirklichung ist eigentlich da, wenn du das erreicht hast, diesen Status, dann ist, glaube ich, alles gut. Dann bist du im Jetzt, mehr geht nicht. Bist du jetzt, im Jetzt ja? angekommen. Ja, mehr geht nicht. Okay. Und wir haben alle Ziele. Ich bin hungrig. Ich will mehr. Ja, Ziele sind natürlich wichtig, Leute. Und ich glaube, dass die beiden wirklich Ziele haben. Aber okay. Aber jetzt macht mal ein bisschen mehr Action. Ich bin immer weiter. Ja. Aber ich lebe im Jetzt. Ja. Ich bin verdammt dankbar, dass ich jetzt hier in diesem Moment lebe. Und das ist ein harter Mix. Trotzdem mehr anzustreben und trotzdem gleichzeitig dankbar zu sein. Das habe ich lange, das hat mich lange, die Geduld zu kriegen. Da gehört ja auch Geduld dazu. Ich bin dankbar, wo ich jetzt gerade stehe, aber ich kann ja trotzdem Ziele haben, wo ich nächstes Jahr stehe. Ne? Also, vielleicht kennst du mich. Ich war vor 5 Jahren Flaschensammler in Berlin. Ja, so geht das. Obdachlos. Genau zur Flüchtlingskrise. Dezember 2015 habe ich angefangen, im Internet Geld zu verdienen und ja, ging dann durch die Decke. Ja, habe ich also in meinen jungen Jahren ein paar Jahre richtig die Scheiße runtergespielt und nicht genossen den Ride. Einfach zu gestresst gewesen. Same here. Ja. Ich war immer einen Tag voraus, immer ein Ziel erreicht, check nächstes, immer Hustle, immer nächstes. Und jetzt sage ich einfach, weißt du was, ich habe dieses Urvertrauen, ich erreiche mein Ziel eh. Das ist so in mir drinnen, ich habe alles erreicht, da mögen Hindernisse kommen. Die haben alles erreicht, die hören sich immer so an, als ob die schon Milliardäre sind oder so. Ich habe alles erreicht. Keine Ahnung. Ne? Mag es schwer werden, so what, es macht mich stärker. Fucking enjoy life. Weißt? Es ist einfach eine Achterbahnfahrt und die Achterbahn macht eigentlich am meisten Spaß, wenn es einfach runtergeht. Weißt? Das ist, wow! Und dann geht es wieder hoch. Fucking life. Ja. Life is it. Das hat doch Frank Sinatra gesungen in, wie heißt das Lied? That's life. Er sagt, es geht rauf, es geht runter und I'll be back again. It's like, wenn du das annimmst, dann hast du keine Paras mehr, wenn es mal runtergeht. In meinem Leben ging es oft runter und immer wieder mache ich auch falsche Entscheidungen, aber es geht runter und wieder hoch und man muss einfach das genießen. Und wenn du das annimmst, dann denkst du dir einfach, weißt du was, alles geil. Tiere, das alles ist gut. Ja, geil. Es wird nie immer so laufen. Nie. Das ist eine Lüge. Niemand läuft so. Das läuft immer so. Schau dir mal das an. Naja, es sollte ja schon, wenn es dann halt ein bisschen runtergeht, immer wieder trotzdem ein bisschen, die Tendenz, dass es hochgeht, sollte ja schon da sein. Auch wenn natürlich es wieder runtergeht, immer mal wieder. Oder man hat falsche Entscheidungen. Aber das ist eine Lüge. Aber das ist auch eigentlich eine Lüge, wenn du Gas gibst. Du musst halt ein bisschen Gas geben. Unser Heartbeat ist auch so. Wenn unser Heartbeat so ist, sind wir tot. Schau dir mal unser Training an. Was macht? Im Training bauen wir die Muskeln nicht auf. Wir bauen sie ab. Und dann, wenn wir nach Hause gehen, geil duschen, gut essen, dann bauen wir sie auf, während wir schlafen. Das ist auch hier. Wir machen den Körper kaputt und er baut sich von alleine wieder auf und wird stärker. Das ist doch okay. So, dann würde ich sagen, das ist gute Überleitung. Ja, gut, ab ins Gym. Okay. Das ist eine schöne Ansicht, das meine ich halt, diese Häuser da, wobei in Venice Beach direkt ein Haus haben, also die Kriminalität nachts, wenn es dunkel ist, ist da schon höher. Ja, man muss schon aufpassen. Das ist Amerika, ne? Es gibt Sachen in East LA, 15 Minuten von da entfernt oder so, da waren die Kids noch nicht am Strand, in den ganzen Leben lang. Die sind 12 Jahre alt und hängen da mit ihrer Gang nur in diesen Häuserblock rum, auf der Straße. Ich habe dann eine Doku gesehen. Das ist 15 Minuten East LA, das ist nicht so weit weg. Maximal 25 Minuten mit dem Auto und die waren ihr ganzes Leben lang noch nie am Strand. Kein Scherz. So, ja, das ist Gold's Gym. Sehr, sehr geil.
Und unten kannst du auch schön Klamotten kaufen. Oben ist die Umkleidekabine und so. Es gibt auf Instagram auch Fotos davon. Wenn du mir folgst auf Instagram. Ah, ich guck mal. Oh, jetzt sind wir hier vor dem Ghost Gym. Du trainierst hier jetzt auch fast täglich, würde ich mal sagen. Täglich? Oder? Das ist hier in meinem Wohnzimmer. Täglich? Ja? Wirklich ja, täglich? Ja. Okay, krass. Also, ich weiß jetzt noch nicht, wie du genau trainierst. Das können wir uns ein bisschen anschauen. Ich würde dir jetzt einfach mal zeigen, nachdem du mir jetzt den Miracle Morning gezeigt hast, zeige ich dir mal so ein bisschen mein Trainingssystem. Es ist ein sehr, 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 ich würde mal sagen, langes Training dafür, dass man halt nicht den halben Körper trainiert. Aber ich denke, du bist auf jeden Fall in der Lage. Also, was hast du gesagt? Du wirst auf jeden Fall in der Lage sein, das zu schaffen. Ja. Und also, ich bin sehr gespannt. Ich habe schon viel gehört von deinem Training und du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Also da steckt richtig Methode dahinter. Also bin down, das auszuprobieren. Ja. 102 Kilo zurzeit bei dir? 102? Ja, ordentlich. Ja, aber 2-3 mal mehr. Schaffen wir. Körperfett ein bisschen runter. Ja, wenn ich 100 Kilo habe, dann bin ich immer ein bisschen... Muskeln wiegen halt, ne? Mit der Wissenschaft, mit der Hilfe der Wissenschaft. Ja, ich bin gespannt. Okay. Let's do it. Draußen trainieren ist auch toll. Das wird dann halt morgens hochgezogen und so. Und ja. Okay, schauen wir mal weiter. Okay, das sind schon ein paar Kilos, ne? Also darauf habe ich auf jeden Fall auch schon mal trainiert. Schön Brust. Aber ich mache das immer mit beide gleichzeitig. Einarmig habe ich das noch nicht gemacht. Ja, an den Handeln war ich auch schon. Und ganz hinten, links in der Ecke, sind die Stepper. Da habe ich schon ein paar Stunden drauf verbracht, auch wenn man mir das nicht ansieht. Und ganz cool sind die ganzen Plakate von den ganzen Mr. Olympia-Gewinner, Filmstars, also alle möglichen Bodybuilder, die schon mal Filme gemacht haben, Terminator und so. Die Jacke von Arnold Schwarzenegger hängt auch in den anderen Raum sozusagen Richtung Eingang, beziehungsweise oben siehst du sie ganz toll bei der Umkleidekabine. Da draußen habe ich wirklich noch nie trainiert. Aber es ist schön, das zu sehen. Ah, ich war da vor 18 Jahren oder so das erste Mal. Ja, oder? Nein, nicht ganz, vielleicht 12 oder so. Ah, ich muss nochmal nachgucken. Zwischenstand nach bisschen mehr als 75 Minuten. Läuft. Wie läuft's? Cool, gutes Workout. Ja. I like it. Ja, wirklich? Ja, logisch. Wie trainierst du momentan so? Weil du hast ja, also ich bin schwer überrascht, muss ich sagen, jetzt nach 75 Minuten, weil du die gleichen Kraftwerte hast wie ich. Ja. Bist noch ein bisschen leichter als ich. Und wie machst du das? Also was ist so dein Geheimnis, wenn man so sagen darf? Du bist ja auch natural unterwegs, darf man absolut, das so sagen? Absolut natürlich. Lifetime? Ja. Lifetime. Nie was probiert? Nie was genommen, nie geraucht, nie Drogen genommen, nie Alkohol getrunken. Nie Alkohol, Leute sagen mal, ja glaube ich nicht, ja fuck it. Ist so. Ich trainiere anders. Ich trainiere jeden Tag 60 Minuten bis mit sehr kurzen Pausen. Aber jeden Tag dafür? Jeden Tag, ja. Siebenmal die Woche. Und es spielt prinzipiell keine Rolle, wie du trainierst. Also zum Beispiel dein Trainingskonzept mache ich genauso. Ja. Wichtig ist, dass du es eh immer veränderst. Weil wenn du beim gleichen Konzept bleibst, dann gibt es... Ja, das stimmt. Da haben sie recht. Aber
Sehr spannend. Für mich ist es sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, wie ist es für dich? Der Muskel dran, dann sagt der Muskel, alles klar, weiß ich Bescheid. Da hat er keinen Reiz mehr. Du musst den Muskel jederzeit anders ficken. Wenn der Muskel sagt, ich weiß, was passiert, dann mach etwas anders. Also insofern bin ich immer dankbar, neue Konzepte kennenzulernen. Dein Konzept mag ich. Jetzt will ich jetzt eine Zeit lang mit dem trainieren, dann wieder switchen, dann wieder weiter. Mhm. Also ich möchte so trainieren, dass ich an einem Punkt komme im Training, wo ich sage, es geht nicht mehr. Ja. Und dann beginnt mein Training. Stagnieren. Ja, wo du stagnierst und dann, aha, so wie Bruce Lee. Dann beginnt mein Training. Du fängst dann an zu zählen, dann Schmerz. Dann beginnt mein Training. Ja. Also mein Ziel ist immer, wenn ich trainiere für mich, ich möchte mich so schnell es geht zerstören, bis ich nicht mehr kann, bis mein Gehirn sagt, so, geh mal bitte heim. Dann sage ich, alles klar, und dann geht's los. Jetzt geht's los. Okay. Also es ist schon... Das ist natürlich heftig. Also, wie ist das bei dir? Boah, ich kenne das ja im Fitnessstudio, ne? Und dann tut's weh, aber dann fängt er erst gerade an. Das ist natürlich schon eine Überwindung, ne? Jedes Mal wieder halt in den Schmerz reinzugehen beim Trainieren. Oh, Respekt. Ein bisschen anders, als ich trainiere. Ich persönlich habe auch lange gedacht, man muss sich regelmäßig den Split verändern. Ja. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, dass die Konstante, die sich bei mir immer verändert hat, und durch die gucke ich jetzt auch, die Progression ist. Das heißt, ich werde einfach stärker und solange ich stärker werde, verändere ich nichts. Ja. Und sobald ich nicht mehr stärker werde, fange ich an, auch Übungen auszutauschen. Aber nie das ganze Konstrukt. Ja. Immer nur so einzelne Sachen und dann kannst du auch besser messen. Aber ich meine, das ist jetzt mal Schönes zu sehen, weil meine Kritiker sagen immer, der trainiert so hart und so schwer, der macht sich alles kaputt, aber du siehst meine Gelenke, meine Schultern, alles funktioniert reibungslos. Ich habe keine. Und da kommen wir wieder zum Strong, Healthy, Full of Energy. Also mein Körper ist so fucking gesund. Ich tue aber auch viel für die Regeneration, weißt du? Ja, also was sind so deine Tipps da so? Cryotherapy, also diese Kältetherapie. Okay. Definitiv. Ausreichend Schlaf, 8 Stunden auf 5 Stunden Grundspiegel. Oh ja, ich schlafe auch gerne. Also schlafen mache ich auch. Oh. Die gesunde Ernährung und einfach auch auf den Körper hören. Das heißt, wenn ich spüre, dass dann Schmerzpunkt ist, dann höre ich damit auch auf. Und nicht so, ich muss mir was beweisen. Sehr gut. Aber wenn ich schön aufgewärmt bin, der Muskel gut warm ist, dann kann ich vorher reingehen. Jetzt noch zum Thema Ernährung, was mich wundernehmen würde, gibt es da was ganz Spezielles, was du machst? Oder irgendwie so Fasten? Du bist ja nicht pflanzlich unterwegs, noch nicht. Aber Fasten tust du, glaube ich, gell? Ja, ich mache Intermittent Fasting zweimal die Woche. Das heißt, 18 Stunden nichts essen, was für mich relativ einfach ist, wenn du um 5 Uhr Abendessen hast und es dann einfach bis 10, 11 Uhr am nächsten Tag mit früh ziehst. Ist kein großes Problem. Habe ich festgestellt bei mir, dass mein Testosteronwert erhöht hat. Ich fühle mich wohl dabei, mache ich. Ja. Okay, interessant. Auch wieder sehr, sehr interessant. Werde ich mich mal drum kümmern. So zweimal die Woche fasten, von 5 Uhr abends bis morgens 11, 12 Uhr. Ja, das würde ich, glaube ich, auch hinbekommen. Wenn man sich dadurch wohler fühlt, schon wieder einen Tipp bekommen. Sehr cool. Und was ist so dein Lieblingsmeal, was du dir gerne selber kochst oder isst du immer auswärts? Pussy, tschüss. Hä? Pussy Juice, okay. Pussy Juice oder Pussy Juice? Wortspiel. Hey, apropos Pussy Juice, ich habe einen neuen Mix gefunden, der ich persönlich momentan richtig feiere. Okay, Rocker. Ah, okay. Ach, Rocker. Ja, tolle Marke eigentlich, ne? Egal, gehen wir mal ein anderes Mal drauf ein. Es war Cola, EAAs, die ich alleine eigentlich nicht so feiere, aber in Kombination mit Orange Play Hard hast du, weißt du, was du da hast? Spezi. Kennst du? Spezi, okay. So Mix. Hey, also wenn ihr ein richtig geiles Pre-Workout trinken wollt, 2 Scoops hier, 2 Scoops hier, ihr seid durchgeballert, ich schwör's euch. Link in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid. 4 Scoops, okay. Komm, das checken wir mal kurz ab. Was ist das denn überhaupt? Also, vorm Workout, Mentoring, Schritt für Schritt zur Freiheit, Podcast, meine neue Wohnung, bla, Facebook-Gruppe, Dings, welche warst du das? Was war das jetzt hier? Das System im deutschen Raum, das ist auch nicht. Hä? Wo sind denn die Produkte? Seht ihr die? Ich sehe die gar nicht. All-in-One-Supplement, das neue All-in-One, das ist es. Wir sind doch neugierig. All-in-One, das ist es, oder? Ja, ich stimme zu, Rocker. Und dann hat er gesagt, Cookies? Hä? Okay. Also das mit dem Link finde ich nicht. Seht ihr das? Meine Supplements? Ich bin neugierig, vielleicht kaufe ich mir das auch. Jumi Way, das war es nicht. Das war dieses A. Was ist denn? Ach, egal. Schauen wir weiter. Was war denn der Podcast? Ist das nicht der Podcast oder ist das nicht? Ich dachte, der Podcast ist das auch oder so. Oder gibt es dann nochmal extra Podcast-Folge, nochmal ein Interview?
schau dir mal das, siehst du das, das Mädel da vorne? Uiuiuiui. Und da sind so viele Instagram-Models, wenn ich dort auf dem Stepper stehe, ohne Scheiß. Faszinierend. Als Mann guckt man da schon mal. Waden trainieren sie jetzt. Waden habe ich auch früher sehr, sehr gerne trainiert. Das war echt so. Waden und Trizep, das waren so immer Waden und Trizep irgendwie. Ich konnte nie genug Gewicht draufhauen. Das waren so die Muskeln, die am einfachsten gingen. Und eine Zeit lang wirklich Bauchmuskeln, wo ich nicht so viel Körperfett hatte. Bauchmuskeln zu trainieren war auch sehr cool. So, sie sind fertig. Übrigens auch die Straße, es gibt ja auch ziemlich viele Obdachlose und so. In der Nähe habe ich auch immer meine Wäsche gewaschen und Google bzw. YouTube ist auch die Straße hoch. Also da, wo die jetzt rauskommen, wenn die jetzt rechts die Straße hochgehen würden, keine Ahnung, 4-5 Minuten ist dann halt YouTube dort. Und die haben dann so einen Garten, Wachemänner und so. Und keine Ahnung, was die da machen, aber sieht interessant aus. Geschafft! War ein geiles Training. Ja, Mann. Ich habe jetzt fast 10.000 Euro habe ich gewonnen. Aber nur fast. Bis zur 9. Platte habe ich mitgemacht. Ja. Aber die 10. habe ich ja nicht mehr geschafft. Hey, 10. war Schluss. Ja. Aber wenn jemand von euch denkt, der kann den Jota schlagen, dann, wenn jemand in der Laser kommt ins Gold, fordert ihn heraus. Wer mehr macht, als er, kriegt 10.000 Euro. Cash. Habe ich immer hier im Rucksack dabei. Ja, wir haben aber schon das nächste Mal, lieber Jota, ich nehme die Herausforderung an. Also Community, also ein paar Leute, die da waren, hey, mit 10 Plates machen, das könnte schon sein. Ah ja, wir kommen hier. Aber nur Nerdy, gell? Ja, logisch, nur Nerdy. Nur Nerdy. Ich hier diese aufgespritzt möchte ganz, die respektiere ich nicht, sorry. Okay, alles klar. Weißt du was? Ich hab Kohldampf, ich hab Hunger. Ich geh mal ins Air One. Das ist mein Favorite Spot. Wenn du willst, kannst du auch mal eine Runde vegan machen. Dann erholst du dich noch ein bisschen schneller. Echt wirklich, ja? 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 Die armen Tiere, ja. Hey, ja, ich probier's aus, ich bin offen für alles. Geil. Wir beginnen es. Finde ich gut. Let's go. Da vorne ist ein Parkplatz, die gehen gerade auf den Parkplatz zu. Da habe ich immer geparkt. Oder beziehungsweise ich bin auch sehr oft zu Fuß hingegangen. Ja. Die Straße ist sehr, sehr cool. Sehr viele geile Fashion-Läden. Natürlich weiß ich jetzt nicht nach der Krise, wie es da aussieht oder so, aber wenn du da mal bist auf dieser Straße, da sind sehr, sehr viele geile Läden. Den Laden kenne ich jetzt nicht. Interessant. So, Bastian, was denkst du? Das hat echt erstaunlich gut geschmeckt. Ja? Also ich werde meinem Private Chef mal sagen, dass ich jetzt die nächste Woche mal vegan probieren möchte. Ja. Mal schauen, wie ich damit zurechtkomme. Ich stink wie ein Schweißbad. Ja, du gehst dann. Ich saus kurz los, weil ich gehe kurz duschen. Ja. Dann treffen wir uns bei dir. Genau. Dann haben wir raus, oder? Dann geht's los mit dem Podcast. Und ich bin wirklich sehr gespannt, weil, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angekündigt, ich bilde mir meine eigene Meinung. Ich muss nicht Zeitung lesen oder irgendwelche YouTube-Videos gucken. Und ich habe mir auch ein paar gute Fragen überlegt. Wir haben jetzt auch schon so ein bisschen getalkt, uns kennengelernt. Ich denke, das ist ein sehr gutes Fundament, um hier mal so einen guten Real Talk zu betreiben. Freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Sehen wir uns später bei mir. So, ich lese hier gerade noch die Fragen, die ihr auf Instagram gestellt habt im Jota. Da sind auch ein paar kritische Fragen dabei. Ich habe jetzt ein paar rausgesucht. Okay, da bin ich echt gespannt. Ich hoffe, das geht noch 4 Minuten. Hey. Hier noch ein Post-Workout-Shake und ja, dann geht's auch gleich los. Übrigens, fast 5000 Likes auf das Video letzte Woche, das Real Talk-Video. Fand ich richtig, richtig geil und die Mission ist klar, Kevin. Wir müssen wieder mehr Fitness-Content machen. Also mit einem Schwarzenegger hat er ein Video gemacht?
Cool. Das Community ist immer noch hart dominant und ich bin auch motiviert hier. Also hier, wenn ich irgendwo motiviert bin, mich ans Limit zu pushen, dann ist es hier im Ghost Gym. Deswegen, wir geben unser Bestes, Leute, euch hier wieder California Love. Hat er eine Breitling-Uhr? Ey, cool. Ins Hauszimmer zu bringen. Yo, hey, servus. Ja, hier, frisch geduscht. Frisch geduscht. Jetzt kann es losgehen, jetzt riecht auch gut. Geht's los. Gestern war gestern, heute ist heute, morgen kann alles anders sein. Und wenn man das einfach akzeptiert, dann kann man sich einfach zurücklehnen im Sitz des Lebens und sagen, weißt du was, let's fucking enjoy it. Ready for the rock. Okay, dann war es doch kein Podcast. Schade. Ich hätte gerne dann noch ein bisschen was erfahren. Aber okay, so ist das ja auch natürlich auch ein toller Vlog, okay? Ruhig. Ja, das ist gerade gegangen. Der musste gerade zum nächsten Termin. Das ist auf jeden Fall ein viel beschäftigter Mann. Und ich fand es auf jeden Fall sehr erfrischend. Also ich sage es euch ganz ehrlich, wie es ist, Leute. Ihr wisst, ich sage immer meine Meinung. Jota ist ein spezieller Typ. Ich verstehe sehr gut, wieso man ihn nicht machen muss. Aber es geht auch nicht ums Mögen. Es geht nicht ums Mögen immer. Es geht auch darum, dass man wirklich eben auch versteht, dass selbst Personen, die man nicht mag, immer noch ein paar Sachen wissen, ein paar Sachen erlebt haben, die einem was fürs eigene Leben auch noch was bringen können. Und er hat auf jeden Fall so seinen Standpunkt gut erläutert. Ich freue mich sehr auf die Folge. Also wenn dieser Vlog hier rauskommt, dann ist die Folge auch bereits online. Sonntag 12 Uhr, Kevin, schaffst du das? Schaffe ich. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, checkt's ab, hört euch die Folge an, teilt sie auch sehr gerne. So, ich sag mal einfach mal, wir sind einfach mal raus, oder? Sehr cool, mir hat's gefallen. So ein bisschen mehr durch die Straßen laufen hätten sie können und so, das wäre echt cool gewesen, weil ich natürlich extremer LA-Fan bin. Mein Name ist Michael Kurz, ich bin Rucksackunternehmer und wenn dir das gefallen hat, hey, lass ein Abo da, ich bin raus, ciao.